Hallo an alle. Ihr schaut den Kanal Unglaubliche Fakten. Die Tarnkappentechnologie entwickelt sich in allen Bereichen weiter und Kriegsschiffe bilden da keine Ausnahme. Schließlich ermöglicht es eine reduzierte Radarsignatur, von feindlichen Erfassungsgeräten unbemerkt zu bleiben. Heute zeigen wir euch die 10 besten Stealth-Kriegsschiffe der Welt. Lafayette. Die Mehrzweck-Tarnkappenfregatten der Lafayette-Klasse der französischen Marine wurden von der DNC International entwickelt. Die Lafayette-Klasse weist eine Reihe von Tarnkappenmerkmalen auf. Die Seiten des Schiffes sind um 10 Grad geneigt, um den Radarquerschnitt zu minimieren, die Oberflächen wurden mit radarabsorbierender Farbe beschichtet und die Profile der Außenanlagen wurden reduziert. Die Boden-Boden-Rakete des Schiffes ist die Exocet MM40 von MBDA. Zwei vierzellige Abschussvorrichtungen sind mittschiffs zwischen den beiden Masten installiert. Die Antischiffsrakete hat eine Reichweite von 70 Kilometer. Die Fregatte hat ein Flugdeck am Heck mit einem einzigen Landeplatz. Skjold. Die schnellen Raketenpatrouillenboote der Skjold-Klasse zeichnen sich durch ihre Geschwindigkeit, ihre geringe Signatur, ihre geringe Größe bei schwerer Bewaffnung und ihre Küstenkampffähigkeit aus. Das erste Schiff der Klasse, KNM Skjold, wurde im April 1999 in Dienst gestellt. Die norwegische Regierung genehmigte im Juni 2002 den Bau von 5 weiteren Schiffen der Skjold-Klasse. Radarabsorbierende Materialien wurden in den tragenden Strukturen über große Bereiche des Schiffes eingesetzt. Diese Strategie führt zu einer erheblichen Gewichtseinsparung im Vergleich zu konventionellen Bautechniken, bei denen RAM-Verkleidungen an den Außenflächen angebracht werden. Das Schiff ist mit 8 Kongsberg NSM Schiffsabwehrraketen bewaffnet, die für die Schiffe der Skjold-Klasse entwickelt wurden. Project 20380. Die Korvetten des Projects 20380 der Stereguchi-Klasse sind die neuen Mehrzweckschiffe, die von der Werft JSC Servernaja Werf und dem Schiffsbauwerk Amur für die russische Marine gebaut werden. Die Stereguchi-Klasse kann für Küstenpatrouillen, Geleitschutz und U-Boot-Bekämpfung eingesetzt werden. Die Schiffe können Überwasserschiffe, U-Boote, Flugzeuge und landseitige Ziele bekämpfen. Das Tarnkappendesign reduziert die Radarsignatur des Schiffes erheblich. Auch die akustische, infrarote, magnetische und visuelle Signatur wurde durch den Einsatz der Tarnkappentechnologie bei der Konstruktion des Kriegsschiffs reduziert. Die Stereguchi-Klasse ist mit einer Kombination von Raketensystemen bewaffnet, darunter KH-35-Raketen und 3M-45-Klubraketen. 2 Kashtan-Flugabwehrsysteme an Bord sorgen für die Luftabwehr im Nahbereich gegen Schiffsabwehrraketen, Flugzeuge und kleine Oberflächenziele. Formidable. Die Mehrzweckfregatten der Formidable-Klasse sind vielseitige Tarnkappenkriegsschiffe, die in der Lage sind, alle Dimensionen der Seekriegsführung, das heißt Luft-, Überwasser- und Unterwasserkriegsführung, zu übernehmen. 6 Mehrzweckfregatten der Formidable-Klasse wurden für die Marine von Singapur gebaut. Das Schiff ist eine kleine Abwandlung der französischen Tarnkappenfregatte Lafayette-Klasse mit geringer Radar-, Schall-, Infrarot- und elektromagnetischer Signatur. Die Fregatte ist mit dem Boeing Harpoon Boden-Boden-Luft-Lenkflugkörper bewaffnet. Der Harpoon-Flugkörper hat eine Reichweite von 130 Kilometer und wird über ein aktives Radar gesteuert. Das von Thales gelieferte Herakles Multifunktionsradar ist das wichtigste Überwachungsradar der Fregatte. Die Fregatte hat die Kapazität, einen einzigen mittelgroßen Hubschrauber zu betreiben. Das Hubschrauberdeck am Heck, ca. 22 Meter x 16 Meter, hat einen einzigen Landeplatz. Project 21630.
Die Korvetten des Projects 21630 der Bujan-Klasse sind bei der russischen Marine im Einsatz. Drei Korvetten der Bujan-Klasse wurden von der JSC Almaz Shipbuilding in St. Petersburg gebaut. Die Schiffe dienen der Kaspischen Flottille des Militärbezirks Süd. Die Korvetten der Bujan-Klasse können in der 200 Meilen langen maritimen Wirtschaftszone Russlands Patrouillensetzer durchführen. Das Schiff kann Einsätze in flachen Gewässern und Flussmündungen durchführen, insbesondere zur direkten Verlegung von Truppen an Land. Die Konstruktion umfasst Tarnkappenmerkmale, um den Radarquerschnitt zu verringern. Die flexible, offene Architektur der Schiffe ermöglicht Änderungen entsprechend den künftigen Anforderungen. Das Hauptgeschütz auf dem Bugdeck ist eine einzelne 100mm Kanone A190. Für die Nachverteidigung sind zwei 30mm Nahkampfsysteme AK-306 vorgesehen. Das Schiff ist außerdem mit dem Marine-Mehrfachraketensystem A215-Grad-M bewaffnet. Zumwalt. Der Zerstörer der Zumwalt-Klasse ist eine Klasse von Lenkwaffenzerstörern der US-Marine, die als Mehrzweck-Tarnkappenschiffe mit Schwerpunkt Landangriff konzipiert sind. Die DDG 1000 Zumwalt, das erste im Rahmen des DDX-Programms des US-Verteidigungsministeriums gebaute Schiff, wurde im Mai 2016 an die US-Marine ausgeliefert. Das Schiff wurde im Oktober 2016 in Dienst gestellt. Die Zumwalt hat eine Tumblehome-Rumpfform, eine Konstruktion, bei der der Rumpf oberhalb der Wasserlinie nach innen abfällt. Dadurch wird der Radarquerschnitt erheblich verringert, da eine solche Neigung ein viel weniger scharfes Radarbild liefert als eine stärker gewinkelte Rumpfform. Zu den Raketensystemen des Schiffes gehören der taktische Tomahawk, der Standardflugkörper SM-3 und der weiterentwickelte Sea Sparrow-Flugkörper zur Flugabwehr. K-130 Braunschweig. Im Dezember 2001 hat Deutschland bei der Arge K-130 fünf K-130 Korvetten auf der Basis des MEKO-A-Designs in Auftrag gegeben. Die Korvetten ersetzen die Raketenschnellboote der Tiger- und Albatros-Klasse der deutschen Marine, die nicht mehr den betrieblichen Anforderungen entsprechen. Die K-130 Korvetten sind mit Tarnkappeneigenschaften, niedrigem Tiefgang und hochautomatisierten Waffen- und Verteidigungssystemen zur Unterstützung der Küstenkriegsführung und insbesondere für Operationen einer multinationalen Krisenreaktionseinheit konzipiert. Das Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung, BWB, und die Deutsche Marine haben den Bodenbodenflugkörper RBS-15 MK3 für die Korvetten der K-130-Klasse ausgewählt. Die K-130-Klasse trägt vier RBS-15-Raketen. Der Flugkörper verfügt über ein aktives Ku-Band-Radarsystem und hat eine Reichweite von mehr als 200 Kilometer. Die Korvette bietet Platz für einen mittelgroßen Hubschrauber. Shivalik. Die Fregatten der Shivalik-Klasse sind Mehrzweck-Tarnkappenschiffe, die für die indische Marine gebaut werden. Sie sind die ersten indischen Kriegsschiffe, die mit Tarnkappeneigenschaften gebaut werden und werden die führenden Fregatten der indischen Marine im ersten Quartal des 21. Jahrhunderts ablösen. Die strukturellen thermischen und akustischen Tarnkappenmerkmale machen sie für den Feind weniger auffindbar. Die Radarsysteme und Triebwerke werden weiter modifiziert, um die Entdeckung und den Lärmpegel zu reduzieren und zu vermeiden. Der Shivalik ist mit einer Mischung aus einheimischen, russischen, indischen und westlichen Waffen- und Sensorsystemen ausgestattet. Zu den Waffensystemen gehören die russische Shitil Boden-Luft-Raketensysteme, die Klub-Antischiffs-Marschflugkörper und das israelische Barak-1-Raketenabwehrsystem. Die Fregatten können zwei moderne Hubschrauber mitführen. Littoral Combat Ship. Das Littoral Combat Ship ist eine neue Familie von Überwasserschiffen für die US Navy.
Das LCS ist ein schnelles, hochmanövrierfähiges, vernetztes Überwasserkampfschiff, das eine spezialisierte Variante der als DDX bekannten Familie künftiger US-Überwasserkampfschiffe ist. Das LCS wurde entwickelt, um den dringenden Bedarf an Schiffen mit geringem Tiefgang zu decken, die im Küstenbereich eingesetzt werden können, um die wachsende, potenzielle asymmetrische Bedrohung durch Küstenminen, leise Diesel-U-Boote und das Potenzial, Sprengstoff und Terroristen auf kleinen, schnellen bewaffneten Booten zu transportieren, abzuwehren. Die Freedom-Klasse von Lockheed Martin ist ein schnelles, halbgleitendes Einrümpferschiff. Die Independence-Klasse von General Dynamics ist ein Trimaran mit einem schlanken, stabilisierten Einrümpfer. Die Formgebung des Rumpfes in beiden Entwurfsstrategien sorgt für eine Verringerung der Signaturen, während sich beide Schiffe durch Änderung der Entwurfsvorschläge weiterentwickeln. Admiral Gorshkov. Die Fregatten der Admiral Gorshkov-Klasse Project 22350 werden von der OAO Serfernaja-Werf für die russische Marine gebaut. Die neuen Mehrzweckfregatten mit großer Reichweite können in der U-Boot-Bekämpfung und im Geleitschutz eingesetzt werden. Die Fregatten der Gorshkov-Klasse sind für den Einsatz in Umgebungen mit mehreren Bedrohungen konzipiert und mit Boden-Boden- und Boden-Luftraketen mit großer Reichweite ausgestattet, die mehrere Ziele gleichzeitig angreifen können. Das Design des Schiffes basiert auf der von Russland für Indien entwickelten Fregatte der Krivak 4-Klasse und beinhaltet Stealth-Technologie. Die Gorshkov ist das einzige russische Kampfschiff, das mit BrahMos-Raketen ausgerüstet ist. BrahMos ist ein Überschallmarschflugkörper, der von der BrahMos Aerospace entwickelt wurde, eine Zusammenarbeit zwischen Russland und Indien. Der Flugkörper hat eine Reichweite von 290 Kilometer. Das war's, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Schreibt in die Kommentare, welches der Schiffe euch am besten gefallen hat. Klickt außerdem auf den Gefällt mir-Button und abonniert unseren Kanal, damit ihr keine neuen interessanten Videos mehr verpasst.